Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Landwirtschaftssimulator 17 mit dem McManus, mit dem Sachsen-Player, mit dem Freezy, mit dem guten Ansgar von Nordrhein TV Play, mit dem guten und mit dem Lion Gamer 1. Hallo. Hi. Hi. Moin. Warum eigentlich die 1? Muss man die 1 sagen, da ein, oder? Ich hab die halt, damals gab's halt, ich hab Lion Gamer, glaube ich, damals eingegeben, aber ach, das war halt schon. Keine Ahnung, ja, anscheinend gab's das schon. Und dann gab's halt diese ganzen Vorschläge da und ich dachte halt, ja, nämlich halt die 1 ist besser als jetzt so Mr. Ja. Lion Gamer oder irgendwie sowas. Und ja. Mr. Lion Gamer. Wir alle dann immer One nehmen, wa? Ja. Einen Tag Hätt bevor der Lion Gamer einzig einen Account hat. Lion Gamer One, genau. Ja, besser wie Lion TV, ne? Hast du schon mal... Lion TV? Warte mal, Lion TV sagt mir was. Sagt mir auch irgendwas. Das ist, nee, das ist ein total das Kack-YouTuber. Wollen wir jetzt irgendwie Bäume von der Ja, schwingt sofort vom Thema weg. Ja, erstmal schön beleidigt. Da hat sich. Ich hab einen Vorschlag. Wollen wir diese drei Bäume hier schon mal wegmachen? Weil wenn wir weit oder später... Ich bin genau neben dir. Wow, super. Heb mal vielleicht den Finger, dass du kurz zeigen kannst, wohin. Also bei mir steht er beim Fendt rum. Ja, stimmt. Werner, Ansgar, Werner steht bei Fendt. Ja, beim Fendt. Lass mich mal ein Fahrzeug rein. Jetzt bist du Leon. Da. Einen musst du noch eine, ja. Lass mich mal ganz kurz eine weg. Runde fahren, dann zeige ich dir, was ich meine. Okay. Jetzt ist er weg. Nein. Warte, lass mich doch hinten aufspringen, geht das? Das geht leider nicht. Ich habe schon. Nee? Jetzt könnten wir alle mal aufsitzen und eine Runde durchs Dorf fahren, aber. Ja, leider. Das ist ja ärgerlich. Also, habe ich gedacht, dass wir die erstmal wegmachen, weil wenn wir jetzt später Lagerhallen oder sowas errichten wollen, ne? Mhm. Dann sind die eigentlich komplett im Weg. Ja, dann kommt gut. Soll ich die jetzt stapeln oben drauf irgendwie? Oder wir können auch das Grasfeld dann verwenden und sowas. Theoretisch auch drauf tun, wie du willst. Guck mal, ob du die festmachen kannst. Ja. Zugedraht? Ja, ich ja. Ja. Übrigens, schöne Frau. Wie kommst du dazu, dass du die Frau ausgewählt hast? Wolltest du mal was Neues ausprobieren? Standard, ja, ich wollte unbedingt mal selber sowas haben. Ja, fahr mal schnell den Pickup damit. Wenn's zu mir ist. Sieht gut aus, Leon, ist versorgt. Ja, aber wenn's passt. Du müsst wirklich kleine Stücke machen, ne? Ja. Ja, du bist eine Lady, du musst das halten. Genau. So, seid ihr bereit für die unglaubliche Saatgut- und Düngerlieferung? Ja, ja. Ja, klingt ja sehr überzeugend. Prinzipiell schon, ne? Also. Na gut. So, ich nehme den erstmal. Ich kann den nicht nehmen. Aber. Also bei dir schwebst du jetzt in dem Auto. 43. 43. Werner? Ja. Deine auch, oder? Also du stehst bei mir 44. Ja, okay. Jetzt sitzt du wieder drin. Aber ich glaube, wir sind trotzdem gleich schnell. Ja. Und jetzt zeigst du mir wieder deinen knackigen Popo. Naja, ja, du hast eigentlich gleich. Geht halt momentan schon was. Denn offensichtlich hat er ja auch was zu zeigen dann, ne? Das ist richtig. Hm. Ansgar, warum bist du jetzt so schnell vom Thema weg? Wieso? Allein? Ist da was vorgefallen? Ja, da ist noch. Du hast doch Ducky gehandelt, oder? Gäbst du. Ach, Lion TV, jetzt weißt du, wer das ist. Wirklich, das kam jetzt aus Herzen einfach mal raus. Weiß ich nicht. Ich guck mir den auch gar nicht an. Ich habe nur ein oder zwei Videos und irgendwie mal so ein Musikvideo von dem gesehen und das hat mir eigentlich auch schon. Ist das nicht der Alki? Ja, also der, ich feiere den. Ja, genau. Gut, Werner, genau. Werner zerschneidet den Pickup. Nein, ja, macht er nicht. Werner zerschneidet den Pickup. Also die Stämme hier, Randy, sind alle geschnitten, ne? Musst du nur weg. Oh, freundlich von dir. Nein, den Pickup würde ich nie machen. Ja, also auch doch, mal wir hatten ein Thema für starker Folge. Mann, ja, alles hat den Frauen machen lassen. Genau, die Map und so. Die Map und so. Was sagt er denn? Wie gefällt's euch? Ich mir halt, ne? Geil. Ich find's auch cool. Das ist alles immer geil. Im 13er wäre schon ein Schmückchen. Jetzt könnte es passieren, dass meiner ein bisschen abbaut, Leon. Ja, ich pass auf, ich finde, die Bäume heben das Ganze auch irgendwie nochmal auf ein anderes Level. Die sind nochmal deutlich besser geworden. Aber ich finde, man erkennt schon noch, dass es eine Giants-Map ist. Die Bäume sind alle so platziert, dass auch ja kein Helfer sich drin verfangen kann und die Abhänge so weit das, genug. Das wäre ja auch blöd, so. Wenn sie die Bäume da hinstellen würden. Nee, aber man merkt halt, wie so ein bisschen da getrickst wurde an der Stelle. Ja. Finde ich. Müssen wir wieder abladen oder? Ja, oder? Müssten wir, ja. Ich lasse dir das mal hier stehen und mach dir mal die Spanngurte ab. Wir könnten auch die Zeit verdrehen schon, ne? Also. Das stimmt. So, habt ihr jetzt überall gesät schon, oder wie sieht das aus? Ist alles angesehen? Alles fertig. Dann passt das, ja. Oh, wieso stehen die Frontladerkonsole hier drin? Will irgendjemand vorfahren, oder ich? Ja, da passt doch noch was drauf, Ansgar. Ja, aber trotzdem will ich schon mal den vorfahren, Hänger. Weil sonst du muss man kannst, so weit laufen. Du kannst schon mal vorfahren, ja, das stimmt. Oh, hier sind neue Traktoren zur Auswahl, sehr gut. Gibt's da einen mit Konsole?
Das ist ein Objekt zu schwer. Hier ist noch gar nichts gemacht. Ja, da ist noch nichts gemacht. Nee, ich von. Hat Sigma. Also groß, mein erster groß. Verkaufter Baum hat 817 Euro gebracht. Oh. Das ist doch nett. Ja. So mal zwischendurch. Warte, Leon, ich fahr die weg. Ja, tun wir das, oder? Großen jetzt rein. Ich fahr die Konsole weg. Ich schneide den großen. So, ja. Tun wir alle da hinstellen, oder? Damit die Halle hier links. Den Hänger jetzt da rein. Ja, genau. Ja. Alles klar. So, ja, kann noch ein bisschen drauf. Nochmal 2-3 Stück. Alter. Oh, da kann ich dir sogar helfen. Habt ihr mal die Frau mit dem Bauhelm gesehen? Mit dem Forsthelm? Guckt die sieht richtig mal gut aus. Ja. Hör mal. Oh ja. Aber irgendwie mit dem Bauhelm. Ey, was geil, der schickt ja auch viel über die Mädels, ne? Bitte? Die alten Geier. Was geil. Brauch ich auch. Ja, komm, es gab's noch nicht im LS. Kann man sich ruhig mal angucken. Oh. Ja. Auch länger. Okay, wie oft das schon. Naja, okay, egal. Aber ja, wie Ansgar das schon mal versucht hat anzusprechen, hat mir tatsächlich so ein Thema, so ein kleines. Achso, oder war der schon durch? Mit das so, war schon durch. Ganz schön cool. Das ist ganz schön. Ja, alles gut, tschüss. Tschüss. Gute Map, danke. Kann ich denn schneiden hier? Wie findet ihr den Hof? Weil nach Totalversagen LS15 Hof? Finde ich den, um ehrlich zu sein, gar genau noch so. Ein Stück schlimmer. Ja. Ja, der ist irgendwie leer, das ist ja nichts. Die gar nicht so gut verkaufen also, und andere. Der ist so schwer, Werner. Hm. Ja, du kannst auch eine Kettensäge. Ich glaube, Chainz hat das ganz gut gelöst mit diesen Deko-Objekten und platzierbaren Objekten, dass man sich das etwas selber ausgestalten kann. Weißt du, was das Problem ist? Dass bei diesen platzierbaren Objekten immer das Gras drunter ist. Ach ja. Weißt du, was ich meine? Ich habe das schon getestet. Ja. Du hast immer das Gras drunter. Das ist hier auch wieder so. Ja, und das sieht halt nicht so hübsch aus. Du musst ja wirklich erst wieder vorher fliegen. Oh, ja. Drüber geschmissen. Ja, du musst eigentlich gucken, dass du das wirklich auf einen Betonuntergrund stellst. Genau. Aber da gibt's ja nicht so viel von. Ja, du kannst ja die vorhandenen auch verkaufen. Das finde ich vor allen Dingen cool. Das ist ja cool, erst die ganze Zeit, okay, platzierbare Objekte, aber alles bleibt wie es ist. Aber du kannst ja auch die Sachen, die rumstehen, verkaufen. Ich glaube, das, was du nicht verkaufen kannst, ist das Silo, das Wohnhaus und der Strohverkauf. Genau. Ja. Ja, das meine ich mit eben, du kannst ja den Hof eigentlich auf eine gewisse Art und Weise selber ausgestalten. Das ist eigentlich nicht so doof von Chainz. Also ich habe mir überlegt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ganz ehrlich mal sein darf, ich suche mir einfach eine wunderschöne Fläche und baue mir einen neuen Hof auf. Weil du hast alles, du kannst alles platzieren. Theoretisch kannst du das machen. Theoretisch möglich. Der Klick hat es mal so gemacht, er hat einfach am Anfang alles verkauft, weil er halt Kohle brauchte. Und wenn ja gar nichts mehr steht. Ja, die ganzen Objekte verkauft, hat er gesagt, naja, kannst du ein Feld hinzimmern, bis auf die Betonplatten. Also ohne die Hallen geht da gar nichts mehr. Also bis auf das Haus, ja. Aber ich finde die Hallen so geil. Die Hallen sind, das passt schon. Gerade das, was du da platzieren kannst, diese Fahrzeughalle. Die Hallen, ist ja diese alten Vertex-Hallen, die es jetzt als Mod gibt, die sind auch schön. Der ist ja, das stimmt. Warum spielen wir eigentlich nicht mit Mods? Ja, können wir doch jederzeit noch hinzufügen. Ja, ich war jetzt halt noch nicht sicher, ob jeder halt welche hat, weißt du, deswegen. Fendrescher starten können wir reintun. Eben, also. Habe ich mir selbst noch nicht angeschaut. Den Fendrescher? Sehr cool. Hm. Ja. Gibt schon ein paar schöne Sachen. Wie findet ihr, wenn wir das jetzt mal so sagen. Ja, doch, können wir doch, denke ich mal, drüber sprechen. Mod-Hub integriert. Sag mal, Werner, was machst du da eigentlich? Ich schneide. Und zwar? Und jetzt kommt Gras. Sie synchronisiert Rot. Halt nicht richtig. Das synchronisiert nicht richtig. Vorhin hast du noch den Pickup. Bei mir. Glaubst du? Ja, gut, ich habe irgendjemanden unterbrochen, Entschuldigung. Ich meinte nur wegen Mod-Hub, wie ihr das findet. Also, dass cool. Es halt eben integriert ist jetzt. Das ist ja viel einfacher, die Mods zu installieren. Also, einfach nur da draufklicken und schon ist im Spiel, muss nicht irgendwie noch irgendwas hin und her kopieren oder. Ich finde das auch super. Allerdings irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch so ein kleiner Bugschuss gegen Mordor ist, das sein soll. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ich wollte es gerade sagen. Also damit die Leute noch mehr direkt darauf aufmerksam werden, so, ne? Naja, gut, in dem Moment. Naja, du weißt ja, wer Mordtoster, was Mordtoster macht, oder? Ich glaube, Leon weiß nicht, oder? Inwiefern jetzt macht er. Mordtoster ist der Entwickler, sind die Entwickler von C&C. Das von Cattle and Crops, so, ja. Ja, also die ich bin Aladdin. Ja, wobei. Mordtoster ja schon vor C&C für einige Sachen so ein bisschen kritisiert wurde. Ja, das stimmt. Aber. C&C ist ja ihr Projekt. In dem Sinne, so ein bisschen.
So, und irgendwie, also ich habe nur das Gefühl, dass so ein bisschen, dass das schon so ein bisschen so, naja. Wegen werden wird es ja auf Motors da trotzdem Mods geben, ist ganz klar. Aber es wird schon den Sinn haben, dass man das eben alles vereinfachter haben kann, aber man kann das Gefühl bekommen, also das stimmt ja, schon. Wir wollen denen jetzt nichts unterstellen oder so. Nee, um Gottes Willen. Aber man könnte das Gefühl haben, dass das dann stimmt. Ja. Ist bei euch auch so, dass die Spielfigur irgendwie selbstständig irgendwie läuft oder so? Ja, das ist komplett komisch. Manchmal werde ich auch einfach zurückgesetzt. Ja, ich auch. Weil fliegst du durch die Welt? Probleme. Ich kann auch nichts angreifen hier, ne? Also bei mir ist alles echt super hier hinten. Ich bin ja direkt am Sägewerk, damit ich die Sachen nicht so weit tragen. Aber du bist auch noch nicht ausgestiegen, oder? Doch. Ach, ich säg die ganze Zeit, verkauf Stämme und so. Hab schon 3-4 Bäume weg, Mensch. Kann ich den Offroader mal wegfahren? Oder den Pickup, wie es so schön heißt? Das ist ja eigentlich ein Ausdruck von Dekadenz, dass man einfach den Motor laufen lässt, oder? Ja, glaube ich schon. Wir haben es ja, wir können es. Na, das ist nie erzählt. Der muss laufen. So, aber wir sind ja nicht fertig, Jungs, hier kommt noch ein Anhänger. Ja, endlich, wer hat eigentlich dieses Holzstück nicht gesägt? Säg doch einfach. Nein, gut, das. Aber hier passt doch noch ein bisschen was von euch. Was? Wir sind hier noch nicht cool. Aber wir haben keine Bäume mehr. Jetzt wird erstmal der hier noch beladen. Also hier direkt am Sägewerk haben wir einen schönen kurzen Weg. Kann ich empfehlen, die Stelle. Meinst du, sollten wir mal dort ein bisschen? So wie bei Björn. Sieht natürlich geil aus. Bäume so fällen, dass die direkt ins Sägewerk fallen. Ja. Das war lustig. Und dann das war schnelles Geld. Aber wenn sieben Leute New Holland reingeschoben durch die Gegend tragen, sieht auch lustig aus. Ich komme mal zu dir, Freezy, dass du nicht so viel latschen müsst. Ja. So. Jetzt eigentlich irgendjemand gedüngt hier? Ja, das war bei der Sämaschine inkludiert. Genau. Ja. Wir müssen eigentlich mal spulen. Okay, und also, das spult jetzt keiner, aber eigentlich wollten wir Holz ja nur als Nebenbeschäftigung fällen und jetzt machen wir das irgendwie. Dark Forst daneben gegründet. 120, ja. Ja, aber wie könnt ihr alle das aufnehmen? Ah, jetzt nicht. Nee. Ich kann irgendwie nicht aufnehmen. Ich kann es auch nicht, Leon. Alter, ich fliege durch die Welt. Linke Maus, hast du hier nicht bei euch? Nee. Es kommt nicht mein Handsymbol. Ja. Okay, das finde ich aber miserabel, muss ich sagen. Also das hätte Giant schon hinbekommen können. Ja gut, wir spielen jetzt natürlich nicht mit der finalen Version, ne? Ja, aber es ist ein Tag vor Release. Ja, wer weiß, wie alt die Version ist. Ey, Hans, Günther. Ja? Okay, dann ignoriere mich. Jo, bist du extra mit dem Wagen vorgefahren? Ich bin extra mit dem Wagen vorgefahren, Hans Günther, ja. Oh lol! Leck mich doch am Arsch! Ladet doch ein! So, kriegt man noch einen Baum gefällt hier drüben? Ja, ne? Bäume? Da ein bisschen Platz am Anhänger. Na gut, dann kannst du dir so Ability Differenz merken. Oder, wisst ihr was, kommt der Farmer hoch? Weil die aktualisiert sich ja bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Ich gucke mal im Menü, da steht ja hier von wegen, was hat man für Holz bekommen. Alter Falter. Ja, nix. Das. Ja, komm, hier so einen Baum können wir noch wegmachen, den großen hier, oder? Hier, der sieht gut aus. Den hau ich noch jetzt. Muss Innenansicht fahren, das geht sonst nicht, ey. Wie einfach der Frontlader in der Kabine bei mir drin steckt. Ja, was ist hier eigentlich mit dem Frontlader? Ja. Das ist bei mir auch so. Oh. Nee, aber das könnte man nicht erzählen. Die Gabel schwebt dir vor. Tag gepatcht werden soll. Das ist doch. Also, das ist schon. Okay, der Frontlader ist wieder da. Ja. Ja, gut, der Server hat natürlich bei 7 Leuten, die alle rumsägen und rumtransportieren, noch gut was zu tun, ne? Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht sollte man den dann später mal neu starten. Das geht. Kann ich jederzeit neu starten, ja. Er hat aber hoch bis vor uns noch geschlagen. Ja, diverse Sync-Probleme. Gab's im 15er auch schon. Ja, reichlich. Schauen wir mal, ob's dabei bleibt. Was ich sehr schade finde, ist, dass die Mission nicht funktioniert im Multiplayer. Ja, das stimmt, ja. Das ist sehr schade. Ja gut, aber eigentlich machen sie auch nicht so viel Sinn.
Weil das ist zu schwer, Ansgar. Das ist zu groß, was du da schneidest. Ja, aber es wäre halt ein netter Zeitvertreib, wenn man jetzt nichts so tun hätte. Achso, nee, warte, hier, der Physi sägt nach. Das ist gut. Einfach mal jemanden, weiß ich nicht, irgendeine kleine Mission machen lassen? Ja, gut, dann mach du. Gut, aber jetzt stell dir mal vor, Mission, ich verstehe, was du meinst. Also, das ist schon. Aber jetzt stell dir mal vor, zack, machen hier 7 Leute fix eine Mission, hat sich das Ding gegessen, ne? Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Also, das ist, wenn der sich wirklich jeder einfällt. Oh, lol. Freezy! Was das denn? Ich hab auf dem Baumstamm hochgeschwebt. Komm, das ist eine Treppe. Das sind aber erstmal Freddy. Oh. Wir sind fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Gerne bei den anderen vorbeigucken. Alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns morgen wieder um 13 Uhr zu einem weiteren wunderschönen Video auf der im LS17. Ja, bis morgen. Mach's gut. Ciao, ciao. Lü. Tschüss. Ciao.